So, willkommen zurück. Wir müssen mal eben rausfinden, wo da noch was rumliegt. Irgendwo liegt noch was rum, das wir unbedingt brauchen. So, auf jeden Fall nicht sowieso. Da haben wir schon die Munitionskisten geholt. Das ist auch nix. Liegt da was? Vielleicht. Das ist das Passwort-Eingabefeld. Vielleicht im Eck. Im Eck, wo ich es nicht sehe. Das war voll fies. Da hinten vielleicht, hä? Auch vielleicht. War auch nichts. Nachtspion. Der Raum mit den Gemälden. Mehr konnte ich nicht dazu sagen. Der ist im Haupthaus auf der rechten Seite gewesen. Den haben wir relativ spät entdeckt. Ich weiß nicht, was ich es sonst beschreiben könnte. Es sind irgendwie so ein paar Gemälde und ein Spiegel, ein kleiner Spiegel ist so ähnlich wie ein Bartspiegel. Der ist auch noch da. Ansonsten gibt es da nichts. Und wo ist eigentlich hier was zum Mitnehmen? Na? Hä? Mist. Gibt's nichts mehr. Überall Filme ansehen. Danke, brauche ich nicht. Nee, da gibt's nichts mehr. Ich weiß nicht, was da ist. Irgendwo müsste noch was sein, weil es rot ist. Aber keine Ahnung wo. Da kannst du nichts mitnehmen und der Raum bleibt wegen der Dias rot. Der Dias. Wenn man dir vielleicht nicht nachvollziehen kann, ob die eingelegt sind oder nicht. Kann vielleicht sein. Oder wegen dem Passwort-Dings hier. Könnte er sein. Oder geht da irgendwas Neues? Na? Na? Auf geht's. Da gibt es wahrscheinlich nur einen Pixel, den ich anvisieren muss, damit der das Passwort-Dings aktiviert. Eh, scheiß drauf. Egal. Ich gehe jetzt zu Chill. Ähnlich in Aufzügen. Ja, es kann echt sein. Jedenfalls nicht so aus, als wäre da noch was Wichtiges. Nö, finde ich ja. Weil wenn, dann müsste die Chili eigentlich mitgehen. Na, dann machen wir das so. Immer runter zu Chill. Keine Ahnung, wo die hingelaufen ist. Oh, müssen wir erst mal suchen. Und dann geht's vielleicht mit der Story weiter. So, wir müssen jetzt da drüben ist die. Die war doch da drüben, oder? Die ist doch nicht da lang gelaufen. Oder ist die. Ne, warte mal, da gibt's ja nichts. Die ist doch hier irgendwo hingelaufen. Frage ist, wo ist sie gelaufen? Da sind wir gekommen. Entweder da oder da. Da dann gelaufen wäre, dann fällt die Auswahl ein bisschen schwerer. Ja, jetzt schauen wir mal. Vielleicht ist sie ja da. Nee. Wo bist du denn schon wieder? Lass da hier. Es war keine Sequenz gekommen, dass sie irgendwas schreit, so, ah, da bin ich jetzt geht mal weiter. Dort aus und dann rechts. Eine Tür. Das ist nicht echt in den großen Bereich gegangen. Dann wird es schwierig, weil da sind die ganzen Monster. Ja. Will? Legst mich jetzt schon auf. Haut dir einfach ab. Haut dir einfach ab. Logisch wäre nach oben, um rauszukommen. Oder sie will zu Veska runter. Was kann das sein? Theoretisch. Aufzug. Vielleicht ist es ja so vorgesehen.
Ja, genau. Vor gleich. Kameraführung. So, jetzt nein. Ich will dir den killen. Ich will die Munition sparen. Bin ich richtig, ja. Chill. Chill, wo bist du denn? Chill. Hinten ist der Aufzug. Ich kam echt zum Aufzug. Achso, damit ich noch einen Boss habe. Was ist denn das, ey? Aber der fährt doch nach oben. Der fährt doch eigentlich nach oben, nicht nach unten. Egal. Ja, wahrscheinlich ist es so einfach gewesen mit dem Monster. Jetzt kommt's wieder, das Monster. Jetzt müssen wir es gemeinsam bekämpfen. Na? Ja? Wo liegt der Wesker? Monster liegt da. Okay. Nee. Okay. Dann chill. Bist du wieder irgendwo hingelaufen? Das ist wieder schön. Das ist doch so. Wird auch noch das Rätsel lösen. Oben im Haupthaus. Das kann vielleicht auch sein. Mal schauen. So lang. Aber wenigstens ärgere ich mich jetzt nicht, dass ich nicht da war. Wenigstens habe ich jetzt nachgeschaut. Wir sind jetzt wirklich ganz unten. So, die Frage ist, suchen wir jetzt erstmal alle Räume ab mit den Tieren. Ich glaube, das machen wir jetzt lieber. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Ich werde jetzt nämlich hier reinschauen. Kannst du nämlich auch drin sein. Kann das speichern. Ich glaube, ich speichere. Ich dachte sogar, dass die vielleicht hier drin ist. Na, mal schauen. Hauptband. Jetzt schauen wir nur den Schlüssel an. Genau, was ist denn das eigentlich für Schlüssel? Im Notfall lassen sich hier mit Türen öffnen. Ein Hauptschlüssel. Ah, nice. Okay. Ein Hauptschlüssel. Wo bräuchten wir denn den? Drittes Untergeschoss, zweites Untergeschoss, erstes Untergeschoss. Hier ist nochmal was. Wieso ist denn die rot? Ich glaube, da ist sie. Ich speichere erst einmal. Ups. Zeitmaschine. Bla bla bla. Speichern. Yo. Speichern klingt auf jeden Fall gut. Ja, wir haben auch genug Speicherdinger. Farbbänder. Da feilt sich gar nichts. Der Notfallaufzug nach draußen. Könnte auch sein. Lassen wir die Farbbänder hier. Die brauchen wir nicht. Bisschen Heilung könnt ihr mitnehmen, ha? Nie verkehrt. Wieso sagt er eigentlich, wieso kann ich eigentlich den Notfallkasten nicht benutzen? Jetzt müssen wir schnell prüfen. Ich habe jetzt hier Warnung stehen und jetzt kann ich es nicht verwenden. Brauchen sie jetzt nicht. Geh nicht. Egal. Vielleicht geht's erst, wenn ich rot bin. Also wo dran steht, nur im Notfall benutzen. Ach so, stimmt, genau. Da war ja was. Stimmt. Dann schauen wir doch mal hin. Geht der vielleicht jetzt auch beim verrosteten Schloss? Nee, festgerissen. Okay, dann versuchen wir das mal, dass wir da reinkommen. Kann vielleicht sein, dass wir hier
Muss ihn lang, da lang, da lang. Okay. Affe-Monster. Oh. Affe-Monster. Bleibt's, bis ihr seid. Ah, super. Oh. Es gefriest. Freeze. Nett. Dankeschön. Munition erspart. So, jetzt gehen wir mal hinauf. Wo ist jetzt der Aufzug? Nur ein zweiter, glaube ich. Oben, wo die Kisten und der die Speicherstelle ist. War das wahrscheinlich. Vielleicht nimmst du lieber noch Kräuter mit, wenn auf dem passenden Platz ist. Naja, wäre eigentlich besser, aber jetzt ist es zu spät. Obwohl, es ist nicht zu spät. Wir haben noch nicht viel. Ja, ich mach das mal. Du hast recht. Ich sollte mich darauf wirklich nicht verlassen. So, wir sind jetzt hier mit zweiten Untergeschoss. Ersten ist dieser berühmte Notfallaufzug. Schauen wir gleich mal. Bin ich schon echt gespannt. Irgendwas muss ja der Schlüssel nutzen sein. Wenn wir alle Türen aufsperren anscheinend. Ja. Da. Boah, du hast mir jetzt echt erschrocken. Das ist ja creepy. Alter. Okay. Abschlüssel. Wir brauchen nicht mehr ablegen. Jo. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Das ist jetzt die Flucht. Nee. What the fuck? Da ist ja einiges. Okay. Wieso? Hä? Wieso kommt denn jetzt nicht mit? So. Labor, erstes Untergeschoss. Und jetzt mit, wenn ich vorgehe, könnte es. Ah. Ja. Yes! Wir müssen sofort los. Chill, auf geht's. Muss ich denn lang? Wo muss ich lang? Auf geht's. Hä? Da geht's nicht weiter. Ach so, das ist die Tür. Da ist eine Tür. Oder? Links rum? Moment. Hä, wo geht's denn weiter? Ach, da ist ein Durchgang jetzt. Das habe ich checkt. Jetzt kommt nur irgendwas, da bin ich mir sicher. Ja, ich bin ja gut ausgestattet. Nachladen? Ja. Nachladen ist. Passt. Was ist das? Sicherungskasten. Okay. Für was brauche ich das? Ah, ich weiß schon. Er hält keinen Strom, Sicherung fehlt. Wir haben was. Wir haben was dabei. Zack, verwenden. Jetzt kommt das Finale. Jetzt kommt das Finale. Ganz klar, wir hauen jetzt ab. I'll take care of them. But Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Oh Mann. Jill kommt nicht mit. Ja, wenigstens ist es mitgekommen. Jetzt bin ich gespannt. Bewegen? Nö, jetzt habe ich nicht mal geschaut. Egal. Sehr wichtig. Kommt der Helikopter, oder? Was ist das? Signalraketen. Yes. Sind wichtig. Wo sind wir denn? Heliport! Ja! Wir hauen ab. Wir hauen ab von diesem tragischen Ort. Gibt's irgendwas zum Mitnehmen? Nö, sonst. Okay. Da oben kommen wir rauf. Hier hinten. Ich will Stapler fahren. Staplervater Klaus in Resident Evil. Ja, es geht nicht. Schade.
bin ich wirklich maximal gespannt. Hä? Kann man da nicht aufgehen? Will da rauf? Nö, das geht nicht. Okay, ich gehe mal in die Mitte. Nie verkehrt. Hier, geh in die Mitte. Und jetzt? Ah, Raketen. Ha! Yes! Coole Dinger! Das sind mal Feuerwerksraketen. Chill ist da. Bissen worden, oder? Ha! Oida, du kimmst genau richtig. Musikalische Untermalung wäre noch ganz gut gewesen. Wenn es jetzt so episch endet. Stars Helikopter. Taucht er wieder ab. Ne, hat er uns schon mitgenommen, oder? Ja, hat uns mitgenommen. Ja, 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 endlich weg von dem Scheiß. Endlich. Oh. Wir haben's geschafft. Boah. Voll eklig. Ekliges Auge. Oh. Aber wir haben es geschafft. Ich bin so happy. Boah. Geil. Im ersten Teil, in den ganzen, dieser Ur-Edition, ich habe mir gedacht, da war damals noch ein Kampf am Heliport. Mit genau dem Monster, das wir gerade gesehen haben vorher. Das wir ja mit 5 Schüssen erledigt haben. Das kam dann nur mal beim Heliport und dann musste man irgendwie, ich glaube, Bazookas drauf schießen. So war das irgendwie. Das kam jetzt zum Beispiel nicht, das wundert mich jetzt gleich. Die haben es anscheinend rausgenommen. Keine Stufen bei der Treppe. Ja, deswegen ist es nicht gegangen, ja. Ich habe jetzt irgendwie noch einen Kampf erwartet. Ich auch, ja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, das war bei der ersten Urversion so. Ihr habt ja damals gespielt gehabt, dass man da eben gegen dieses Monster noch gekämpft hat. Bin mir echt ziemlich sicher. Aber gut, ich muss echt sagen, die haben so viele neue Kampfszenen drin, die gab es ja vorher nicht in der Urversion. Von daher geschenkt. Albert Wesker, Joseph Frost, Zombie. Ah, ein Zombie in den Credits. Oh, cool. Oh, endlich haben wir es geschafft. Das waren jetzt echt viele Retro-Freitage. Boah, krass. Da kommt zum Schluss noch irgendwas. Hast du ja auch noch Helipacks und so auf dem Weg gefunden? Heilpacks, ja. Heilpacks, ja genau, stimmt. Das hat mich echt irritiert. Wieso legen die dann diese Heilpacks aus? Sehe ich nicht. Schwierigkeitsgrad vielleicht. Ja, genau, wahrscheinlich. Chris, you did a fine job. Keine Lust zu sterben, Errungenschaft freigeschaltet. Sonntagsausflug. Spielzeit 20 Stunden, fast ein Tag. Wow. 111 Kreaturen. Schnapszahl. Wenn ich jetzt einen Schnaps hätte, dann würde ich sagen, hö, auf geht's. Abgefeuerte Schüsse 424. Brauchte Farbbänder 29. Heilungsobjekte 28. Chris hat ein neues Kostüm. Ach so, ja stimmt, es gab damals ja neue Kostüme. Sie haben einen Kleiderschrankschlüssel erhalten. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Sie können sich im Ankleiderraum umziehen. Genau, der ist... Ich weiß gar nicht mehr genau, wo der ist. Ach. Ist das der Raum, den wir nicht entdeckt haben bei den Gemälden? Könnte es vielleicht sein? Ha.
Na, irgendwo muss er ja sein. Was, jetzt kann ich noch speichern? Jetzt kann ich doch speichern. Willi. Bin ich doch schon fertig. Okay, noch einmal. Oh. Noch einmal ins Horrorhaus. Wieso denn nicht? Ja, geil. Ja, ich hoffe, er hat Spaß gemacht. Ah, es war richtig cool. Ich habe es genossen, weil ich habe das erste damals, diese Uredition, auf meinem damaligen 166er oder so, habe ich damals gespielt. Es war schon groß, wirklich großartig anders, muss man schon sagen. Habe schon vieles verändert. Mir hat es gefallen, das neue, also die jetzige Version, haben es viel besser gemacht. Die haben noch einiges mit reingenommen, war echt geil. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal bei einer neuen Folge von dem nächsten Spiel auf YouTube. Bis dann, servus, ciao.